gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir haben so viel Segen letztes Jahr erlebt bei uns in der Kirche, auch durch diese Krise hindurch. Und ich hoffe, dass du in deinem Leben auch diesen Segen erleben durftest. Deshalb machen wir wie jedes Jahr unsere Reach-Kollekte, unsere einmaljährliche Sonderkollekte. Und ich möchte heute die Projekte vorstellen, wo wir in den nächsten 4 Wochen die Ressourcen, die Finanzen sammeln, um mit diesen Projekten Neues zu ermöglichen. Reach ist unterteilt in 4 Kategorien. Das eine ist Hearts, Needs, Nations und Home. Und in der Kategorie Hearts wollen wir Menschen unterstützen, die aus unserer Kirche hinausgegangen sind, um viele andere Menschen weltweit zu erreichen. Das ist die Janine Janke, die jetzt in Kambodscha ist als Missionarin, und Linda und Reha Bali, die nach Sansibar gegangen sind, um dort Trinkwasseranlagen aufzubereiten. Denen wollen wir großzügig was zukommen lassen. Die zweite Sparte ist Needs. Dort haben wir die letzten Jahre schon in das Projekt AVC hinein investiert, mit dem ganzen ICF-Movement zusammen, und konnten da viel bewirken. Des Weiteren wollen wir von ICF Mannheim aus die Heilsarmee hier unterstützen, weil sie so einen guten, wertvollen Dienst machen, und wir unseren sozialen Arm dort hinein verlagern erstmal. Das dritte Projekt ist Nations, und das bedeutet, unser Herzschlag, nicht nur im ICF Mannheim, sondern im ganzen ICF-Movement, ist es, Kirchen zu gründen. Weil ich glaube, die größte Not, die wir hier in Deutschland haben, ist es, dass es keine wenig attraktive Kirchen gibt, wo du und ich und unsere Freunde aufblühen und Jesus ähnlicher werden. Und deshalb wollen wir auch dieses Jahr wieder unseren Startup in Heidelberg tatkräftig unterstützen. Wir wollen die Microchurch in Heidelberg, in Kaiserslautern noch ein bisschen supporten. Und online ist die ganze Welt gesprengt. Wir wollen in Namibia auch einen Online-Campus starten und anbieten, um zu gucken, ob da Menschen bereit sind, mit uns gemeinsam Kirche zu bauen. Der vierte Punkt ist Home. Und Home bedeutet, wir wollen unser Zuhause vergrößern, um für noch mehr Menschen einen Platz zu bieten. Letztes Jahr konnten wir damit verwirklichen, zum Beispiel die Baby-Lounge oder unsere Übersetzungsanlage, wo wir jetzt jede Woche über eine App Menschen unsere Gottesdienste in eine andere Sprache übersetzen können. Dieses Jahr wollen wir unseren Schwerpunkt setzen in Ressourcen, hauptsächlich in Human Resources, dass unser Wunsch ist, dass wir in verschiedenen Bereichen Menschen anstellen können, zum Beispiel in Seelsorge, Kommunikation oder auch, um unsere Online-Church auszubauen. Dort wollen wir technische Ressourcen, aber auch Manpower hineinstecken. Ich lade dich herzlich ein, Teil von dieser großen Vision zu werden, wo wir auch dieses Jahr wieder großen Wachstum erleben dürfen. Wachstum, das Gott uns Menschen zutraut, aber auch Wachstum in die Tiefe hinein, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Und deshalb lade ich dich ein, von dieser Reach-Kampagne ein großzügiger Teil davon zu werden, weil diese Kirche ist gebaut von der Großzügigkeit vieler und nicht von den Talenten von einigen wenigen. Und deshalb sage ich dir von Herzen Danke, dass du dir diese Projekte mit im Gebet umwälzt, die dir in dein Herz reinnimmst und Gott fragst, wie dein Teil für diese Reach-Kollekte 2021 aussehen darf. Wir starten jetzt mit der Reach-Kollekte, und wir werden am Ostersonntag, dem 4. April, werden wir gemeinsam feiern, was wir als ganze Kirche zusammengetragen haben. Wir glauben daran, dass wir in den nächsten 4 Wochen mindestens 90.000 Euro, das ist unsere gesetzte Reach-Summe, dass wir 90.000 Euro zusammentragen werden, um diese Projekte zu ermöglichen. Und dafür sage ich dir von Herzen Danke, schön, dass du Teil dieser Kirche bist, und vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit.